Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus Düsseldorf. Die Rheinkirmes ist gestartet und ihr wolltet unbedingt, dass wir mal ein 100-Euro-Video drehen auf der Kirmes. Heute ist der richtige Zeitpunkt. Wir tauschen. Diesmal darf ich 100 Euro ausgeben. Vivi, kriege ich 100 Euro? Ich bin gespannt. Ja, gibt's hier. Ich bin gespannt, wie weit ich mit 100 Euro komme, ob ich überhaupt einmal um den Kirmesplatz komme. Aber das werden wir euch zeigen, was die Rheinkirmes dieses Jahr alles so kostet. Wir sind jetzt hier auf dem Kirmesplatz drauf. Der Eintritt ist selbstverständlich kostenlos. Und ja, wie gesagt, wir fangen mal gemütlich an, oder? Mit einer gemütlichen Runde Breakdance. Ich bin mal gespannt, wieso dieses Jahr die Preise sind auf der größten Kirmes am Rhein. Ein Chip organisiert, 4,50 Euro kostet die Fahrt. Und ich würde sagen, ja, fahren wir direkt mal eine Runde mit. Das war eine rasante Fahrt auf dem Breakdancer. 4,50 Euro hat der ganze Spaß gekostet. Ey, wir waren schon ewig nicht mehr auf der Kirmes unterwegs. Ist ein bisschen schwindelig. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Getränkepreise an, weil gegenüber ist ein Getränkestand. Mal gespannt, was hier eine Cola Light kostet. Ich habe meine Cola bekommen, 2 Euro für 02 und jetzt haben wir noch 93,50 Euro zur Verfügung. Oder ich habe 93,50 Euro zur Verfügung. Mal gespannt, was hier so die Großattraktionen gleich kosten. Ich habe meine Großattraktion gefunden, 62 Meter und da geht es drauf. Ich hoffe, dass ich wieder ohne Drehbomben runterkomme, aber die Cola hat ein bisschen gut getan im Bauch. Und ja, mal gespannt, was die Fahrt jetzt kostet. Ich sage viel zu häufig gespannt, aber Mimi, komm einfach mal mit und dann schauen wir uns die Preise mal an der Kasse an. Danke. Ich habe mein Ticket, 9 Euro kostet der ganze Spaß, auf geht's. Wieder unten angekommen, hat richtig Spaß gemacht, aber bei 9 Euro muss man tatsächlich auch erstmal schlucken, dass jeder Freizeitparkbesuch echt ein Schnapper gegen so. Die Gladiatorfahrt auf 62 Metern Höhe hat mich auf jeden Fall hungrig gemacht. Ihr habt da oben echt einen riesengroßen Ausblick. Und ja, jetzt ist hier so ein Früchtespießestand. Ich glaube, ich hole mir da Erdbeer-Banane oder ja, Erdbeeren hören sich gut an. 5 Euro. Danke. Ich habe meinen Erdbeerspieß bekommen. 5 Euro kostet der ganze Spaß. Wenn ihr gerade wüsstet, wie neidisch die Vivi hinter der Kamera ist. Vivi, ich kann dir sagen, der Frühstücksspieß ist sehr lecker. Aber du kriegst bestimmt auch nochmal ein 100-Euro-Video. Der Erdbeerspieß war sehr lecker. Jetzt stehen wir hier schon vom nächsten Fahrgeschäft, dem Voodoo Jumper. Eine Fahrt kostet 6 Euro. Halleluja. Jetzt hier an mir. Eine Fahrt 6 Euro, aber es macht halt immer wieder Spaß. Achtung, hier spricht der Kapitän. Sicherheitsgurte anlegen. So, wollen wir sagen, dann können wir mal, ne? Auf geht's. Einfach eine absolute Spaßmaschine, besonders wenn es dunkel ist, hat er auch noch Feuereffekte, Lichtshow und Nebeleffekte. Aber die neuen Preise sind halt schon teuer. Jetzt brauche ich was Entspanntes, eine Wellenrutsche. Danke. Das war jetzt auf jeden Fall mal preiswert. Die Wellenrutsche kostet 3 Euro und ich nehme mir einen Teppich und dann geht's hoch. Falls ihr uns unterstützen wollt, gebt dem Video gerne ein Like und ein Abo. Dann wissen wir, dass ihr noch mehr Bock auf 100-Euro-Videos habt. Und wir schauen uns jetzt hier mal die Bierpreise an, weil wie teuer eine Cola war, haben wir ja schon herausgefunden. Der aktuelle Altbierpreis liegt bei 3,50 Euro für 0,25.
Ich stehe jetzt hier gerade vor der Wilden Maus XXL und eine Achterbahn darf da auch nicht fehlen. Eine Fahrt kostet 8 Euro, ich hole mir auch schnell ein Fahrschiff und dann geht's drauf. XXL. Wilde Maus XXL, immer wieder ein Highlight, wenn sie steht auf irgendeinem Platz, auf jeden Fall mal eine Runde mitfahren. Ihr könnt die Achterbahn auch mit VR fahren, die Experience erleben. Und eine Kleinigkeit essen fehlt jetzt auf jeden Fall noch. So ein Klassiker ist auch eine Bratwurst und ich werde jetzt hier einen Käsereiner essen, wird 5 Euro kosten. Ich habe mir noch eine schnelle Cola Light geholt, 4 Euro der halbe Liter. Halbzeit, kommen wir mal schnell zum Kassenschluss. Ihr seht das ja immer unten eingeblendet, wir sind jetzt bei 50 Euro, die wir noch haben und die Hälfte der Kirmes liegt noch vor uns. Die Alpina Bahn wird uns noch erwarten und die Wasserbahn, eine Abfrischung brauche ich nachher auf jeden Fall auch noch. Der Käsereiner war sehr lecker und jetzt haben wir noch ein paar Attraktionen vor uns. Der Airwolf steht hier auch und da geht es jetzt als nächstes hin. Hier schon, Airwolf ist am Start hier in Düsseldorf und ein Fahrschiff 6 Euro, den kaufen wir mal schnell. Also der schiebt sich schon richtig süß aus, das Fahrgeschäft ist echt riesig, ich bin mal gespannt, ich bin das noch nie gefahren, da steigen wir mal ein. Gemacht. Es ist halt ein altes Fahrgeschäft, was dann nochmal general überholt wurde. Und jetzt ist es wieder auf Reisen und man merkt halt einfach, wie viel Kraft dahinter auch steckt. Hat Spaß gemacht, aber es hat mich auch ordentlich durchgeschleudert. Hinter mir steht das nächste Highlight, ein Kinderkettenkarussell, tatsächlich nur 2,50 Euro. Spaß beiseite, ihr habt es hinten bestimmt schon gesehen. Die Alpina Bahn ist am Start, was die kostet und wie die Fahrt so ist, das werden wir gleich mal herausfinden. Ich habe mir das Ticket geholt von der Alpina Bahn, 7 Euro, ich bin positiv überrascht. Es ist eine große Achterbahn mit ganz, ganz vielen Transporten und es geht ja tatsächlich doch noch, dass man einen fairen Preis bekommt. Also 7 Euro ist auch schon viel Geld. Aber dafür, dass wir vorhin 9 Euro bezahlt haben, ich fahre jetzt auf jeden Fall mal eine Runde Achterbahn. Gerade von der Alpina Bahn ist mit einer der größten reisenden Achterbahnen, die wir in Deutschland haben. Ich bin mit der Achterbahn schon echt lange nicht mehr gefahren. Mittlerweile hat sie sogar neue Züge bekommen, die Bremsen sind super sanft. Also auf jeden Fall empfehlenswert, auf die Alpina Bahn hier in Düsseldorf mal zu gehen. Leider kostet das Pinkeln hier auf der Rheinkirmes auch Geld und ganz genau zu sein 1 Euro, aber die muss ich jetzt leider ausgeben. Blase ist leer, jetzt passt wieder was rein und ich glaube, ich hole mir ein Eis. Ich glaube, ein mittleres. Für ein mittleres Eis, eine ordentliche Portion. Schaut euch das mal an, das ist keine Kugel, es wird einfach so gestrichen und auch sehr lecker. Hinter mir steht das Camp, ein relativ neues Fahrgeschäft und Vivi, passt du auf mein Eis auf, aber nicht probieren.
ein paar Chef geholt, 5 Euro kostet der ganze Spaß. Bibi, nicht mein Eis aufessen. Ich sehe das genau, was du mit der Kamera machst. Pass auf mein Eis auf. Und wir fahren jetzt mal eine Runde. Aber Bibi, mein Eis? So, jetzt kommen wir mal zum schöneren Teil des Tages. Dosenwerfen, Spiele und ja, Dosenwerfen. Ich kann kein Dosenwerfen, aber wir probieren es trotzdem mal aus. Ich habe jetzt 3 Bälle bekommen. Ein Spiel kostet 4 Euro und 3 Spiele würden 10 Euro kosten. Ich probiere einfach mal mit Glück. Wohin triffst du? Ja, oder? Ich habe verloren, ich habe einen großen Preis bekommen, einen lachenden, weinenden Smiley. Ja. So, Sommer, Sonne, was darf nicht fehlen? Die Wasserbahn, die steht hinter mir und ja, eine Fahrt kostet 6 Euro. Ich gehe mal schnell drauf und hole mir mal eine kleine Abkühlung. Eine richtig schöne Erfrischung zum Ende. Jetzt sind wir tatsächlich auch einmal rum. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld ich jetzt am Ende noch übrig habe. Zum guten Abschluss gehört dadurch noch eine Portion Mantel und die gibt es hier im Hintergrund. Danke. Danke. Packung Mandeln kostet 6 Euro. Das heißt, ich habe am Ende des Tages tatsächlich noch 13 Euro übrig. Damit zahle ich jetzt noch das Parkticket und dann waren 100 Euro hier in Düsseldorf auf jeden Fall relativ schnell weg. Man kommt damit auf jeden Fall zurecht. Aber man schafft auf keinen Fall, alle Attraktionen zu fahren. Falls ihr jetzt noch sehen wollt, wie die Bibi zum Beispiel mit 100 Euro zurechtkam im größten Freizeitpark Deutschlands, im Europapark, dann schaut mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Das soll es auf jeden Fall jetzt gewesen sein von der Düsseldorfer Rheinkirmes. Und wir sehen uns bestimmt im nächsten Video wieder. Bis denne, Henne. Tschüss!